Willkommen beim Erzählteam Burbach. Heute geht es weiter mit dem Tuning und Veränderung von unserem Felony. Und zwar habe ich mir gekauft für die Spektrum, also wir gehen jetzt mal in die Funke, habe ich ja noch nie was gemacht. Ja. Und zwar habe ich mir den BT2000 Bluetooth-Modul geholt. Das kann man in die vorhandene bzw. beigelegte DX3 einbauen. Und dann soll man über eine App wunderbare Telemetriedaten abrufen können. Ja, und das probiere ich jetzt mal mit euch zusammen aus, ob das überhaupt funktioniert oder ob ich auch noch einen anderen Empfänger brauche oder sonst irgendwas. Und wenn ja, ob die Sachen denn überhaupt vernünftig sind, die wir da auslesen können. Die Installation ist ganz einfach. Also das ist der kleine Empfänger. Oder ein kleines Bluetooth-Modul, so besser gesagt. Wir gucken mal hier noch in die Anleitung rein, aber eigentlich hatte ich mir das schon angeguckt. So, ihr macht hier oben den Deckel einfach ab von der Spektrum. Und dann setzt ihr den ein und dann ist es schon gewesen. Ja? Wir hoffen mal, oder ich hoffe mal, dass das auch wirklich so einfach ist. So, hier haben wir die Spektrum, da oben haben wir den Deckel. Das Ding. Ding muss man einfach nur nach vorne schnipsen oder nach unten drücken oder beides, nein, nach hinten drücken. So, dann geht der Deckel hier so hoch. Dann müssen wir hier diese Schaumstoffplatte, die dient glaube ich nur zum Schutz. Die muss glaube ich ab oder auch nicht. Och, die muss ab. Hier muss ab. So, der Schaumstoff, den macht er ab. Der ist hier mit so einem Klebestreifen. Das ist damit unten die Beinchen geschützt werden. Und dann drückt er den schön fest da rein, damit er auch an ist. Dran ist. So, was machen wir als nächstes? Ja? Wir müssen jetzt noch den Bluetooth-Adapter mit dem Handy binden. Und dann können wir anfangen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie wir das als am cleversten machen. So, also. So, ihr müsst euch erst die Spektrum Dash App runterladen. Ja. Wenn ihr das gemacht habt, dann sieht das so oder so ähnlich aus. Ja. Dann legen wir das einfach mal dahin. Ihr müsst natürlich Bluetooth anmachen. Ihr macht die App auf. Dann macht ihr die Funke an. Dann seht ihr hier, da ist es wunderschön am Blinken, das ist schon mal gut, aber es blinkt rot und das ist glaube ich nicht so gut. Ja. Jetzt drücken wir den Bind-Schalter, der ist hier, steht auch Bind drauf. Und gucken wir mal, was passiert. Jetzt blinkt es länger. Wunderbar. So, dann gehen wir in die App. Ich schalte das mal vor. Ich schalte euch gleich auf die App. Wir gehen hier auf das Bluetooth-Symbol und gucken, ob er was findet. Da findet er den BT2000. Wir connecten. Wir koppeln. Jetzt machen wir hier noch ein Update zwischendurch. Und das war schon der ganze Zauber. Ja? Also super easy zu machen. So, jetzt habe ich mir aber noch was überlegt. Und zwar wäre ja praktisch, das Handy wäre irgendwie auf der Funke drauf. Es gibt auch von Spektrum so ein Handyhalterteil, aber irgendwie ist das aktuell nirgendwo verfügbar. Deswegen haben wir uns das mal selber gebaut. Und zwar hier diese Dinger, die gibt es ja von diesen mobilen Handyhalterteilen. Ich habe einfach die Halterung weggeflext. Und jetzt kleben wir die hier drauf, knicken das Handy da rein und dann schauen wir mal, was die App so So, jetzt kann. haben wir das Handy mal auf der Halterung. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der Felony so bringt. Also, was haben wir überhaupt? Hier oben haben wir die Umdrehung, dann die Motortemperatur, die Amperezahl, die abgenommen wird und die Spannung von den Akkus. Das ist natürlich ganz praktisch. Dann habe ich die Spannung nicht jetzt doch drauf. Und man braucht nicht die speziellen Akkus, die das an die Funke übermitteln, sondern habt ihr das auch drauf. Und hier Miles per Hour. Schöner wäre natürlich kmh. Aber gut, was soll's. Ihr könnt die Ranges auch so ein bisschen einstellen. Ich habe jetzt ein bisschen was angestellt, aber ich glaube zum Beispiel
40.000 Umdrehungen wird wahrscheinlich ein bisschen wenig sein. Also gehen wir mal einfach mal hier rein. Da haben wir 50.000 eingestellt. Warum hat er das nicht gemacht? Doch, jetzt hat er das. Und Topspeed 110. So, sollte klappen. Also, wir fangen mal an. Gucken mal ein bisschen mit auf die Anzeigen. Wir gehen mal langsam los. Ja, haben wir jetzt schon 15.000 Umdrehungen, 2 Ampere, 40 Meilen. So, ich würde sagen, funktioniert. Ja, wir haben 45.000 Touren, das ist ordentlich. Temperatur habt ihr auch gesehen. Wird auch sofort warm. Also meine Idee ist eigentlich, keine zusätzlichen Lüfter anzubringen. Aber dann weiß man zumindest mal, wie warm der Motor ist und muss dann mit dem Thermometer rumfummeln oder sonst irgendwas mal früher mal gemacht haben. Und man sieht auch, wie ist die Spitzenleistung von der Ampereleistung. Also bei 160 Ampere Regel haben wir noch massig Luft. Aber es ist ja definitiv der Leerlauf. Ja? Wir werden das natürlich auch mal testen, wenn wir fahren und gucken, wie sich das dann verändert. Wir haben vernünftig die Voltage im Blick und können auch mit der Geschwindigkeit. Aber wie gesagt, mit der Geschwindigkeit, keine Ahnung, also wie er das errechnen will. Also das ist ja nicht GPS, das ist klar, das haben wir ja gesehen, weil er steht ja. Also wird er da sehr wahrscheinlich irgendwie an den Umdrehungen vom Motor oder was, aber da bin ich jetzt irgendwie skeptisch, weil er weiß ja nicht die Übersetzung oder sonst irgendwas, keine Ahnung, wie der da drauf kommt. Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie der errechnet wird, dann wäre ich über Hinweise natürlich völlig begeistert. Jetzt bin ich mal überlegen, was kostet das Ding überhaupt? Ich glaube 20 Euro. Aber das ist ja mal, das finde ich mal cool, ja. Wie gesagt, ihr packt euch dann einfach auf die Funke, ja. Hey, das fällt ab. Okay, wir müssen uns noch eine andere Verbindung überlegen. Ne, gar nicht wahr. Das, hier, das hat an der Funke nicht geklappt. Gut, da müssen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen nachbessern. Aber vom Grundsatz her ist das ja eine gute Idee. Wenn euch natürlich das Handy dabei runterfällt, ist das eher dumm. Es gibt übrigens noch viel mehr Sachen, die man machen kann. Also hier mit Trimmen und so weiter und so fort. Das machen wir irgendwie mal zu einem späteren Video, wenn ich mich da mal eingearbeitet habe. Aber so viel dazu. Ich halte euch den nochmal hin. Der Bluetooth-Adapter von Spektrum, denke ich, macht Sinn, weil den könnt ihr euch unter Umständen ja auch in eure Standardfunke bauen oder ihr nehmt den halt mit, wenn ihr eine andere Funke nehmt. Bis dahin, euer CT Burbach. Ciao, tschüss.